Mathilda heißt die kleine Dampfpinasse, die einmal im Jahr eine Besucherreise von ihrem Heimathafen Hamburg-Övelgönne in die Hansestadt Lübeck macht. Am Montag, dem 13. August 2018, legte das Schiff an den Steg des Lübecker Motorbootclubs an, direkt an der Lachswehr im alten Travearm. Die Besatzung dieses wunderschönen Dampfers erzählt begeistert über das Schiff. Lars Remke, Sie sind der Schiffsführer der Mathilda. Wo kommen Sie denn eigentlich her heute? Also heute sind wir aus Mölln gekommen. Ja, also das waren, ja, was habe ich gerade ins Logbuch geschrieben? 29 Kilometer mit 5 Schleusen, die wir überbrückt haben bis hierher. Und jetzt liegen wir hier im Lübecker Motorclub LMC an der Lachswehrinsel und haben gerade eingeparkt und machen jetzt gerade so die Nachbereitungen. Was ist denn der Grund für Ihren Besuch in Lübeck? Oh, da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Wir waren letztes Jahr auf dem Treffen des Deutschen Dampfbootvereins eingeladen, dem DDV, der sein Treffen genau hier gemacht hat. Also hier in Lübeck an der Lachswehr. Und wir waren eingeladen. Das war sehr lustig, weil wir im Museumshafen so das kleinste Dampfschiff sind. Und jetzt sind wir mal das große gewesen, das größte Dampfschiff. Weil es waren viele Privatleute da, die so kleine Dampfmaschinen mit 6 bis 8 PS hatten. Und das war mal schön, irgendwie mal das größte Schiff zu sein. Und das hat viel Anklang gefunden. Wir hatten also uns auch im Vorfeld darum bemüht, Gäste mitzunehmen, um kostendeckend zu fahren, weil wir das alles ehrenamtlich machen. Und das hat so großen Anklang gefunden, dass wir innerhalb der Crew beschlossen haben, das nochmal zu machen. Und jetzt sind wir dabei. Wir haben natürlich ein bisschen bessere Vorbereitung gemacht, irgendwie Kohlelogistik. Christoph hier, der neben mir sitzt und gerade die Wasserchemie kontrolliert und neu einstellt für morgen, der ist gleichzeitig unser, ja, ich sag mal, Touristenbüro, der die Gästefahrten betreut. Nicht mehr Christoph. Und ja, jetzt macht er gerade den technischen Part, der also sehr wichtig ist, damit der Kessel noch ganz lange am Leben bleibt. Wann ist denn das Schiff gebaut worden? Das Schiff selber ist 1996 gebaut worden. Also es ist kein altes Schiff in dem Sinne. Die Dampfmaschine selber, die ist 107 Jahre alt. Die ist aus dem Jahre 1911. Und die Geschichte ist eigentlich ganz kurios, weil Anfang der 90er Jahre hat dann ein Lübecker Autohändler die Dampfmaschine in einer englischen Scheune entdeckt und das Schiff selber war schon drumherum verrottet. Und da hat er sich gesagt, ich baue die Dampfmaschine wieder neu auf. Also das Schiff um die Dampfmaschine drumherum hat sich zeitgenössische Risse besorgt, die nachempfunden waren, wie die Schiffe in der damaligen Zeit gebaut wurden. Hat das Geld in die Hand genommen, er hatte es auch. Und das Schiff ist jetzt wieder da, quasi, nicht original, aber original nachempfunden und fährt jetzt wieder. Und wir vom vom Museumshafen Övelgönne, Traditionsschiffer, so Schwerpunkt Dampf und Segel, wir betreuen jetzt mit einer Mannschaft das Schiff neu. Also eine deutsch-englische Gemeinschaftsarbeit, dieses Schiff eigentlich? Ja, so kann man das nicht sagen. Es ist schon eine deutsche Geschichte, dass das Schiff und die Dampfmaschine in England gefunden wurde, in einer englischen Scheune. Das kann man auch nicht mehr so nachvollziehen, weil die Dampfmaschine war verbaut in dem Beiboot von der HMAS Melbourne, einem australischen Kreuzer, Kriegsmarine, aus dem Ersten Weltkrieg. Die Spur verlor sich nach dem Ersten Weltkrieg. Die Melbourne wurde verschrottet. Die Dampfmaschine war irgendwann 70 Jahre lang verschollen. Ist aber ein englisches Fabrikat. Also von daher ist das schon eine deutsch-englische Co-Produktion, ja, da kann man sagen. Sie heizen ja mit Kohlen, klar, so ein Dampfschiff frisst Kohlen. Wo kriegen Sie heute Ihre Kohlen her? Die sind ja nicht mehr so häufig wie einst. Also eigentlich gibt es noch ein bisschen Abbaugebiete. Im Moment, die Kohle, die wir haben, die ist aus Stade. Die haben wir extra anliefern lassen, weil unser Leib- und Magenlieferant, also so in
Hansaport im Hafen von Hamburg. Der liefert nicht oder nur zu unter erschwerten Bedingungen oder sehr teuer. Und dann haben wir jetzt Kohle aus Stade bekommen und anliefern lassen. 1,1 Tonnen haben wir nach Mölln transportieren lassen. Wo wir jetzt kamen, da haben wir 500 Kilo jetzt erstmal wieder aufgeladen. Das Schiff ist also jetzt im Moment wieder voll. Und die anderen 600 Kilo, die nehmen wir auf der Rückfahrt dann mit. Ja, also das ist das eine. Und die Kohle, die wir jetzt gerade benutzen, die hat auch einen großen Brennwert. Also wir haben die heute das erste Mal benutzt und haben festgestellt, dass wo wir 150 Kilo brauchen, dass wir tatsächlich die Fahrt von Mölln nach Lübeck mit 75 Kilo ausgekommen sind. Was erstmal gut ist. Das klingt ja nach einer sehr umfangreichen Logistik insgesamt. Ist denn jemand dafür zuständig oder macht das jeder so? Aber nochmal zu der Kohle. Die Kohle ist eigentlich aus Schlesien. Also das ist schlesische Gasflammkohle. Die wird in Polen abgebaut, also von wegen Schlesien. Und das wird gehandelt. In Stade angeliefert? Genau, der Händler in Stade. Und die wird, also im Volksmund heißt das schlesische Gasflammkohle, aber das ist natürlich aus dem polnischen Abbaugebiet, aus dem polnischen Kohleflöz. Und der Händler in Stade, der ist Großhändler für Deutschland, nehme ich an, für diesen. Das kann sein, das weiß ich gar nicht so. Zumindest Hansaport ist Großhändler und diese Kohle hat 60% der Energie gasförmig, das heißt, die zündet dann und dann macht die so gasförmige Flammen und dafür sind auch diese Kessel gebaut worden. Also man kann die nicht mit Anthrazit oder so heizen, da hat man viel zu viel Strahlung, keine Flammen. Also das ist eigentlich die originäre Kohle, die man auch braucht für so einen Dampfkessel. Also Braunkohle, Briketts würden auch nicht gehen, ne? Nee, also Braunkohle ist auch, macht zu viel Strahlung, zu wenig Flamme und ist auch, Braunkohle ist relativ schwefelhaltig. Das ist auch immer was man im Kessel, das bildet sich dann Schwefelsäure beim Anheizen und so. Also Braunkohle, ja sicher, man kann das auch mit Lumpen feuern. Also in Korea wird ja zum Teil mit Autoreifen gefeuert. Aber das geht dann nicht lange gut. Also das würden wir nicht machen. Optimal ist diese schlesische Gasflammkohle, die man bekommt. In England wird die auch noch abgebaut. In Wales gibt es die noch. Womit eigentlich auch die Frage beantwortet ist, na, also ich bin halt Schiffsführer, Christoph ist Spezi, was Dampf, Wasser und Kohle angeht und so haben wir breit gefächertes Know-how, jeder kann irgendwas und jeder macht mit und so, dass Mathilda weiterfahren kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ganze Unternehmen nicht ganz billig ist. Ja, deswegen, wir sind auch auf Gäste angewiesen, wir haben uns entschlossen, Gäste mitzunehmen und hoffen und wollen auch, dass die spenden. Und wir haben hier, ich kann das mal zeigen, eine Schmiergeldkanne, also wirklich original so oder dampfaffin. Und da kann jeder, der mitfahren, Geld dazu tun und das Geld geht zu 100% in Mathilda, also dafür haben wir Reparaturen bezahlt, als auch die Kohle, die wir gekauft haben, Liegegebühren, wenn wir irgendwo in Häfen liegen, um das Ganze kostendeckend zu betreiben, sind wir darauf auch angewiesen. Ja, weil wir machen das alles ehrenamtlich, das ist kein Beruf, das ist Hobby und das ist aber ein schönes Hobby. Ja. Und Sponsoring, wir haben auch Sponsoren, genau. Die über den Museumshafen uns sponsoren, also das Öl ist glaube ich teilweise gesponsert, Farben und Lacke, das ist bei diesem Schiff besonders wichtig. Also die Firma International, die sponsert uns da. Aber trotz dieser ganzen Materialspenden ist natürlich der Aufwand für so ein Holzschiff mit einer Dampfmaschine, also das, ich sage immer, das ist eigentlich was für Idioten. Also das macht man nur, wenn man ein bisschen bekloppt ist. Also diese Mischung aus dieser ganzen Holzarie und dennoch als Antrieb eine Dampfmaschine, das ist wirklich... Das macht eigentlich keinen Sinn, aber es macht Spaß. Ne? Ja. Was ist denn Ihr nächstes Reiseziel? Morgen geht es weiter nach Travemünde. Dort werden wir am Leuchtenfeld 3 Tage Gästefahrten anbieten. Und dann kommen wir wieder zurück zur Laxwehr. Und dann geht es wieder Richtung Heimat, Mölln, Geesthacht, Hamburg. Und dann sind wir 10 Tage unterwegs. Und am 20.08. werden wir abends dann wieder da sein. Und wann fangen Sie morgen früh an zu heizen? Zu heizen immer 2,5 Stunden vor Abfahrt. Das heißt, morgen ist Abfahrt um 10. Das heißt, heizen wird angeheizt wird um 7.30 Uhr. Der Heizer schläft auch an Bord, damit er morgens gleich der Erste ist. Und mit dem ersten Kaffee geht dann die Hitze im Kessel nach oben. Wenn jetzt mal was kaputt geht bei so einer alten Dampfmaschine, können Sie das hier an Bord reparieren? Ja, das haben wir auch gerade gemacht und eigentlich kann ich dazu gar nichts sagen, weil
Der Held gestern war Christoph. Wir hatten ein Problem mit einem Schieber. Das ist also ein Metallblock, der über das Ein- und Auslassventil fährt. Ne? Also es ist nicht wie ein Ventil, der, wo das Ventil zugemacht wird, sondern das wird ein Schieber, der geht hin und her. Aber wie gesagt, da muss ich jetzt an Christoph weitergeben, weil der weiß das besser. Der hat das auch gestern ganz gemacht. Aber wir hatten, das kann ich als Schiffsführer sagen, auf jeden Fall Probleme mit der Leistung. Also die Leistung im Vorwärtstrieb war nicht so wie im Rückwärts und das hat gehangen. Ja. Aber da soll Christoph vielleicht ein bisschen mehr erzählen. Ja, also früher auf so größeren Dampfschiffen, da war ja eine komplette, sag ich mal, eine komplette Werkstatt, eine Dreherei und mit einer Fräsmaschine und die konnten wirklich, also die konnten da Sachen schmieden und sonst sowas. Das haben wir natürlich nicht. Also wir haben hier nur ganz bedingt, wir haben einen kleinen Schraubstock, wir haben das Übliche, was man so auch zu Hause hat, also Schraubenschlüssel, Schraubendreher und Zangen und dann noch ein bisschen Spezialwerkzeug für ein paar englische Spezialitäten hier an der Maschine. Und kleinere Sachen können wir auch an Bord erledigen und wenn es sozusagen ein bisschen aufwendiger wird, dann greifen wir typischerweise auf eine Hobbywerkstatt von einem der Crewmitglieder zurück. Und wenn wir dann gar nicht mehr weiter wissen, dann fragen wir im Museumshafen, da liegen ja noch mehr Dampfschiffe, da kriegt man dann meistens einen heißen Tipp, wer dies oder das schon mal gemacht hat oder weiß, wer das für einen machen kann. Aber wir haben hier das Glück, dass diese Maschine ist insgesamt so klein, also verglichen mit den anderen Maschinen im Museumshafen ist das ja hier Spielzeug, dass man an dieser Maschine wirklich, die kann man eigentlich mit zwei Mann komplett zerlegen und da sind auch keine geheimnisvollen Teile dabei, für die man irgendwelche Computerprogramme braucht oder einen Laptop oder so. Das ist alles Grauguss, Messing, ein bisschen Rotguss oder Bronze und Stahl. Also das kann man, es gibt ja fast nichts an der Maschine, was man nicht auch, ich sag mal, nicht mit Bordmitteln, also nicht, wenn wir jetzt auf dem Atlantik wären, dann hätte ich ein schlechtes Gefühl, aber solange man Zugriff auf eine, sag ich mal, mittelmäßige Hobbywerkstatt hat, kann man eigentlich alles machen. Also USB-Anschluss mit Daten auslesen hat die Maschine nicht. Ne? Und dazu muss man auch sagen, dass Christoph jetzt gerade im Moment in der dritten Person von sich redet, weil er ist derjenige, der diese Hobbywerkstatt zu Hause hat und gerade gestern Abend ein Problem behoben hat und jetzt läuft sie wieder wie eine Miezekatze, die Maschine. Ne, Christoph? Ja, ja. Aber hier Friedrich zum Beispiel hat ja auch eine Werkstatt. Also es ist nur so, dass wir nicht an Bord sozusagen können, wir nur so, an Bord können wir mehr so Bastelgeschichten machen und kleinere Sachen. Und wenn dann mal wirklich was ist, dann sind wir schon darauf angewiesen, dass wir irgendwo an Land können. Also das ist klar, das gibt ja schon die Größe des Schiffes nicht her. Wenn jemand gerne mal mitfahren möchte, was kostet der Spaß für ihn? Ja, Kosten tut das erstmal gar nichts, weil wir sind keine Berufsschifffahrt. Also wir sind aber über jede Zuwendung erfreut, als Gegenleistung dafür, dass wir Gäste mitnehmen. Und das überlassen wir jedem selber. Also wenn jetzt jemand nicht so viel Geld hat, dann gibt er das rein, was er meint. Aber so, um einen Richtwert zu geben, wir bieten jetzt halt die nächsten 3 Tage Fahrten auf der Trave an, so hier in Travemünde bis auf die Ostsee raus, so 200-300 Meter raus. Und dann wären das schon 15 Euro, würden wir uns dann schon erhoffen. Aber das kann man nicht als Fahrpreis bezeichnen, weil wir keine Berufsschiffer sind, sondern wir machen das, wie gesagt, als Hobby, ehrenamtlich. Und wir sagen den Leuten immer, geben Sie das, was Ihnen gefällt, ne? Und sorgen Sie dafür, dass es Ihnen gut gefällt und viel gefällt. Ungefähr so.